Raster und Rasterfang im Papierbereich. Sie wissen ja, ich bin so ein kleiner Fan vom Arbeiten mit Raster und Rasterfang. Und interessanterweise, wenn Sie hier im Papierbereich sind, dann sind diese Hilfsmittel nicht verfügbar, ja, obwohl es ja eingestellt ist. Ich sehe gerade, wo ist das hier? Ah, okay, das kann man wahrscheinlich mal nicht ausschalten. Ist hier unten nicht einschaltbar. Ja, das heißt, und wenn ich im Modellbereich bin, ist klar, dann habe ich das hier ganz normal. Und wie ich das eben vorher schon gezeigt habe, mit F7 kann ich das an- und ausschalten. F9 machen wir mal den Pfeil. Achso, das habe ich jetzt hier. Das kann momentan funktionieren, die ganze Sache nicht, weil ich es gerade aufzeichne. Also mache ich es hier so aus. Jetzt wechsle ich hier in meinen Papierbereich und habe trotzdem hier ein Raster. Ja, das Raster können Sie hier allerdings steuern über die Befehlszeile. Ja, gehen Sie einfach hier unten Raster ein. Und dann sind wir hier in den Rastereinstellungen. Jetzt kann ich hier das Ganze ausschalten. Dann ist es quasi aus dem Papierbereich. Jetzt kann ich es quasi hier einschalten. Wiederhole den Befehl und könnte jetzt hier auch die Dimension eingeben. Und da habe ich hier ein 10er Raster. Das kann ich noch auf 5 ändern. Dann habe ich jetzt hier ein 5er Raster. Wiederhole den Befehl nochmal. Ist ein bisschen mühsam, warum die das so gemacht haben. Fragen Sie mich bitte nicht. Hauptlinie. Anzahl der Rasterverteilungen pro Hauptlinie machen wir alle 8. Und was können wir noch hier einstellen? Adaptiv kann man hier einstellen, Limiten folgen. Was haben wir hier noch? Aspekt ist ein bisschen. Okay, das haben wir auch. Rotationswert haben wir eigentlich auch. Ich suche, ob ich das irgendwo so ein Raster hinkriege wie im Modellbereich. Das sieht mir, das gefällt mir nämlich nicht ganz so, diese Rasterform. Man ist zumindest besser als gar keins. Vertikalen Wert haben wir jetzt mit 5, okay. Und ja, Fang können Sie auch einstellen, so Fang umschalten. Dann können Sie den Fang einschalten. Ja, wenn ich jetzt hier mal versuche, eine Linie zu zeichnen. Ja, Linie. Aha, Fang geht momentan nicht. Ist wahrscheinlich ausgeschaltet. Also nochmal Raster. Oder nee, wir gehen auf Fang. Entschuldigung, wir geben hier Fang ein. Fang, genau, jetzt habe ich hier die Fang. Jetzt kann ich hier den Fang einschalten. Jetzt ist er quasi eingeschaltet. Und machen wir nochmal zur Linie. Genau, jetzt tut er quasi hier einrasten. Was ich jetzt nochmal versucht habe, mir gefällt nämlich diese Form des Rasters nie wirklich. Ich versuche nochmal hier ein Raster einzustellen, wie hier. Normalerweise kann ich es hier anhaken, interessanterweise. Aber er zeigt es mir dann trotzdem nie an. Gehen wir jetzt hier drauf. Ja, jetzt habe ich es quasi hier. Also wenn ich quasi hier das hier im Modellbereich anschalte, dann habe ich im Prinzip dann auch dasselbe Raster hier, aber nicht dasselbe, ja, aber nur dieselbe Darstellungsform wie im Modellbereich, ist wieder ein bisschen unlogisch. Aber ich habe hier ein Raster und jetzt haben wir hier, geben wir hier ein 10, ein 10er Raster, genau. Ja, während ich im Modellbereich immer noch mein 12,5er Raster habe. Ja. Also Sie können quasi über die Befehlszeile, ist ein bisschen mühsam, gebe ich zu, hier sich ein anderes Raster einstellen. Achten Sie darauf, Sie müssen auch den Fang dann ändern. Also Fang wäre dann auch alle 10. Ist sowieso, hat er sich eh gemerkt. Ja, es ist ein bisschen tricky. Warum die das so gemacht haben, ich muss gestehen, es ist auch neu, dass man das ja nicht mehr zuschalten kann. Früher konnte man das auch von hier unten aus steuern. Eventuell kann man das vielleicht hier von Ansicht. Vielleicht, wenn jemand weiß, ob man das auch anderweitig irgendwo einstellen kann, hier ein bisschen eleganter. Mir ist es leider jetzt nur bekannt, seitdem die das hier unten weggenommen haben im Layout, dass man es über die Befehlszeile machen kann, was ich persönlich nicht so gut finde. Ja, also mir wäre das lieber, ich hätte ja wieder irgendeine Schaltfläche, wo ich das genauso einstellen kann wie hier im Modellbereich. Aber wie gesagt, es ist besser als gar nichts. Ja, wenn man weiß, wie es geht, dann kann man sich halt zu helfen wissen, wenn man im Layout ist. Also Sie können auch im Layout durchaus mit dem Raster arbeiten und ich habe das ja auch in den Übungsbeispielen so demonstriert.